Einen wunderschönen guten Tag und hallo, ich begrüße euch alle jetzt wieder zu Panzer Corps 2 im 1 versus Momente Angriff, muss ich. Blablabla. Egal. Im 1 versus 1 gegen hier den Wenzel. Das war schön. Also da haben wir nicht viel Verluste einstecken müssen. Also wir haben schon da gut ein bisschen was auf die Nase bekommen, das war aber okay. Okay, der hat hier. Ah ne, warte, der Flammenwerfer war von mir, ja. Da haben wir gerade eben erst das weggezogen. Sechs Punkte haben wir nur noch. Das ist sehr schlecht. Und die hatte Truppen deployed, ne? Verstehe. Also das Risiko, was wir da oben eingegangen sind, das war etwas sehr bescheiden. Okay. So. Jetzt müssen wir mal den kleinen Check machen. Wir haben ein bisschen zu viel auf eine Karte gesetzt, aber ist okay. Okay, verstehe. Er hat jetzt überall Brückenpioniere stationiert und hier oben die Dingenseinheit. Komm, du verfolgst den. Du wirst mal geheilt. Du brauchst auch eine Heilung. Ah, der Brückenpionier ärgert mich jetzt, ne? Gut, den kann ich tauschen, da kann ich hierfür da hingehen. Das ist schon mal okay. Kann ich doch nicht tauschen. Ich muss hier eine Einheit stationieren. Okay, so. Du kannst auf ihn drauf gehen. Du wirst erstmal geheilt. 9 Runden. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Okay, wir holen uns jetzt erstmal diesen Punkt hier zurück. Das sollte jetzt erstmal kein Problem sein. Nächste Runde kriege ich den. Gut. Hier hat er jetzt Einheiten stationiert. Einmal einen Fallschirmjäger und einen Brückenpionier. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass der jetzt in dieser Runde die Truppe darüber karren kann, ne? Das heißt, ihn hier hat er, um hier zu landen oder um hier zu landen. Also müssen wir das wieder irgendwie in Ordnung bringen. Wir waren ein bisschen was zu mutig. Verstehe. Okay, du kannst dich auflösen. Den kann ich nicht auflösen. Kannst du... Kann ich dich selber vernichten lassen? Nee. Wir müssen jetzt hier zwei Einheiten hinbringen. So.
Komm, wisst ihr was? Das machen wir jetzt so. Was macht sonst keinen Sinn? Wir müssen jetzt ein bisschen irgendwie ein bisschen Punch geben. So, du kriegst jetzt ein paar Lebenspunkte. Du gehst mal dahinter. Du kriegst Lebenspunkte. Kriegst Lebenspunkte. Lebenspunkte. Du gehst mal nach da. Ich muss dir ein Fahrzeug mal zur Verfügung stellen. Aber ich kann den da nicht nach da. Okay. Ich musste jetzt mal echt dann die Dinger noch verteidigen. Also ich brauche 1, 2, 3. 3 Punkte. Ich kann ihn nicht auflösen. Ihn könnte ich auflösen. Er hilft mir nicht. Aber jetzt habe ich mich hier gerade in eine Situation begeben, die echt scheiße ist. Du gibst dich nochmal nach da. Ah, okay, das könnten wir machen. Ja, okay, alles klar. Ich habe eine Idee. So. Weil ich habe keinen Bock, dass dasselbe Spielchen nochmal von vorne losgeht. Oh, das ist eigentlich schlecht hier. Moment, jetzt müssen wir kurz auf die Karte gucken. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das bekommen wir demnächst wieder. 7. Dann ist es wieder sehr, sehr knapp, ne? Und der hier ist jetzt gerade nicht so geil verteidigt. Wir müssen da jetzt relativ schnell hinfahren. Ach, ich hätte ihm hier ein Fahrzeug geben können, dann hinrasen können. Egal. Na, war mir ein bisschen was zu mutig, okay. Ich hätte jetzt damit nicht gerechnet. Ich dachte eher, der wird jetzt noch mehr in die Defensive mehr rücken. Von sich aus. Was bist du? Du bist eine Flak, du bist die Pack. Schieß mal auf ihn. Jetzt überlebt er tatsächlich mit einem Lebenspunkt. Ich flippe aus. Aber das ist ein Vierer. Okay, wenn wir ihn vernichten, das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der hat vier Erfahrung. Dann haben wir hier den nächsten frei. Den kriegen wir nicht so schnell freigeschossen. Ihn könnten wir eventuell demnächst freischießen dann. Ich will jetzt noch nicht da drauf ballern. Das kostet mich zu viel. Es ist nicht die Prestigekosten, die mich stören. Der müsste ich nächste Runde auflösen. Also ich kann den ja auflösen. Ah, nee, den will ich nicht auflösen. Den will ich auffrischen. Boah. Hat der eine Erfahrung?
Oh, der auch. Aber der hat noch kein Dingens hier bekommen. Okay. Nächste Runde ist Regen. Das hier stört mich. Aber diese scheiß Mäh, ne? Also. Nö, 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 dann lassen wir das. Also hier kommen wir nächste Runde rein. Da gehe ich recht safe von aus. Weil er kann da nicht wirklich was hinbringen, was mich da aufhalten wird. Hier stellt sich so zwei, drei Runden hin, aber das Problem ist eher hier oben, dass ich das hier freigelassen habe. Dass der da einfach so reinjumpen konnte, wovon ich nicht gerechnet hatte. Er verlagert den Kriegsschauplatz. Boah, das nervt so, dass ich einfach nicht mehr von diesen Kernarmeefeldern habe. Ich glaube, vielleicht wäre diese Einheit doch besser aufzulösen. Weil 10 Einheitenfelder sind halt 2,5 Armeen, ne? Beziehungsweise zwei Pioniere. Und damit würde ich momentan eher weiterkommen als damit. Ach komm, gib ihm einfach. Obwohl wir den so runtergegrindet haben, ne? Kriegt er es noch so gut hin? Hier diese 20 Punkte sind vielleicht auch nicht ideal. Es sind 3 Punkte, die ich dann. Wobei, der wird ihn nächste Runde heilen. 3-3? Wieso hat der 3-3? Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Grenadier. Offenes Feld. Müsste doch. Weiches Ziel 13, Boden 11. Weil ich keinen Angriff habe. Die Dinger sind wirklich nur gut hier im Stadtkampf. Da wäre er besser geeignet. Okay, verstehe. Verstehe. Der hat ihn hier hingebracht und dann losgeflogen. Dass ich ihn letztes Mal auch nicht hier gesehen habe, ist unglaublich. Na gut. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein und wir sehen uns dann wieder. Ciao.